Hallo und herzlich willkommen zur Guild Wars 2. So, und wie ihr seht, das ist die zweite Aufnahmesession heute. Das zweite Video. Die junge Dame ist hier auch noch neben uns. Ist es noch die? Weiß ich nicht. Aber sie sieht... Oh Mann, ey. Hallo, Fremder. Was sprichst du mich von der Seite an? Ich bin beschäftigt. Hallo, Sandea. Du bist ein Charakter von irgendein Spieler. Und mit meinem Glück ist er bestimmt irgend so eine 190 Kilo vollbärtigen, was weiß ich, Typ. Hinter deine Figur. Ich frage mich, was wird mal später sein, wenn wir wirklich so unserem Gehirn, sagen wir so jetzt mal, ja, unsere Gedanken in so eine Maschine oder in so einen Charakter reinprojizieren können. Und wir denken, oder ja, wir lassen so einen Charakter so für uns sein, für uns arbeiten, für uns agieren, aber in Wirklichkeit sind wir irgendwo in so einem anderen Raum. Und jetzt stellt euch vor, oh, da gab es so einen Film mit Bruce Willis, genau. Da ist man selber nicht mehr zur Arbeit gegangen, sondern man hat so einen Roboter oder sowas zur Arbeit geschickt. Also ich könnte nie, ich weiß nicht, ich bin Mann durch und durch, ja, also ich könnte mich nie mit einer Frau identifizieren oder sonst irgendwas. Ich kann das nicht, aber es gibt Typen, die können das, muss ich ehrlich zugeben. Also ich werde immer Mann bleiben. Das Einzige, was ich mit Frauen zu tun habe, ist, dass sie neben mir im Bett liegen. Spaß beiseite? Nö, nicht Spaß beiseite, es ist einfach so. Was gibt's ihr? Oh, du erschreckst mich, du Heule, du. Was gibt's denn hier? Hi, Fledermaus. Oh, und der Sound ist wieder. Ich weiß nicht warum. So. Ach nee, Fledermaus, komm. Aua, du schlägst mich mit deinen Flügeln. Also ich weiß, dass zum Beispiel Taubenflügel, die können ganz schön wehtun, wenn sie mal schlagen. Na komm schon. Nein. Ich habe jetzt geguckt, wie lange die Aufnahme schon läuft. Und dann habe ich nicht aufgepasst. So, kann ich hier entlang? Werde ich hier vielleicht auf andere, härtere Gegner treffen? Aber hier war ich doch schon mal. So. Nein, komm doch zurück. Komm zurück, sei lieb. Natürlich hatte ich keine Chance gegen uns. So. Was, wie? Ach so, begrüßen. Begrüßen. Hi. Jetzt gibt es nichts mehr zu begrüßen. Jetzt ist das Begrüßen zu Ende. Na gut. Ach, hier sind wir wieder. Ich kann mich erinnern. Und eigentlich will ich da oben hin. Ist da hier schon eigentlich... Moment, ich muss da was machen. Da kam doch mal ein Tor, den ich nicht... dass ich nicht ran kann, weil es ist, kommt später wieder. Ist er jetzt später? Ja, also ihr versteht schon, also ist jetzt später, nachdem ich das hier eigentlich, diese Genderanfelder, sozusagen alle auf meine Seite gebracht habe, mit den Herzchen, die stehen alle jetzt alle auf mich, die mögen mich alle, sind alle freundlich zu mir, sprechen nur noch Gutes über mich, es gibt niemand mehr, der Schlechtes über mich spricht, sind jetzt die Tore offen? Wahrscheinlich nicht. Hi. Ja. Manche müssen kämpfen, damit alle frei sind. Ja. Oh, Moment. Hatte ich da alles verkauft? Ja, ich glaube, ich hatte alles verkauft. So, okay. Hier waren wir schon hinten. Da gibt's nichts Neues. Ich habe nur gedacht, dass vielleicht das Tor, dass die mittlerweile das Tor geöffnet hätten.
Das wäre natürlich nicht schlecht. Oder vielleicht muss ich levelmäßig noch ein bisschen aufsteigen. Obwohl, ich bin schon 43. Wow, 43,5 fast. So, wie sieht das aus mit... Ach, ich habe Post. Sie haben Post. Wir haben seit Ewigkeit niemanden mehr gesehen, der so stark wie... Der stark war wie hier. Wollim wird sich an euch die Zähne ausbeißen. Sagt niemand, dass ich euch es erzählt habe, dass er aber er verbringt mehr Zeit mit Zusehen und Trinken, als selbst zu kämpfen. Trotzdem ist er aber ihm noch immer ein harter Gegner. Stark wie ein Bär und wild wie ein Leopard, aber vielleicht nicht mehr ganz so unbesiegbar, wie er einmal war. Wie auch immer, danke, dass ihr euch um die Kampfgrube gekümmert habt. Ich hoffe, ihr habt bei eurem Training ein wenig dazugelernt. So viel Haue bekommen und das alles für 1 Silber 35. Ach so, ja. Jetzt sage ich schon Haue, weil ich ein anderer Let's Play angefangen habe, der noch nicht freigeschaltet ist. Aber ich habe schon ein paar Folgen gemacht. Und da wird auch über Haue. Da sprechen die auch mit Haue. Ja. Wer auf meine Facebook-Seite war, ich hoffe, dass die funktioniert. Also ich komme irgendwie ran. Auf jeden Fall, wer auf meine Facebook-Seite war, der weiß schon, welches Spiel es als nächstes ist. Das nächste Rollenspiel. So. Und es wird demnächst freigeschaltet. Demnächst heißt eigentlich in ein paar Tagen schon. Upsala. So. Ich laufe hier durch, denn man kann auch manche Sachen vielleicht finden. Herz oder sowas. Irgendwelche Erze, dass man, naja, sammeln kann. Oder Holz oder sonst irgendwas, ja, in der Richtung. So, wir laufen weiter. Was ist denn hier oben? Spinat? Also, ich mag eigentlich... Ach so, wartet mal. Ich habe, glaube ich, ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwann mal hier Spinat gesammelt habe oder sowas. Einsiedler. Hi, Einsiedler. Bereit für eine Herausforderung? Bah, ich dachte, ich müsste nur niemanden mehr sehen. Aber nein, ihr Leute belästigt mich immerfort. Stellt Fragen zur Gruft, als glaubt ihr, sie ihr Leben zu verlassen. Gruft? Die Treppe hinunter befindet sich eine Gruft, aber ihr solltet da lieber nicht runterrennen. Sie steckt voller versteckter Falle. Die Ärzte werden eure Reise verkürzen, wenn nicht sogar euer Leben. Und wie soll ich da durchkommen? Ha, wo bleibt denn der Spaß, wenn ich euch das verrate? Ihr scheint doch voller Tatendrang zu stecken. Vielleicht schafft ihr es ja sogar durch den ersten Korridor. Könnt ihr mir einfach einen Hinweis geben? Alles, was ich euch sage, ist... Moment. So. Alles, was ich euch sage... Dass da unten eine verdammt wütende Spinne haust. Und ihr solltet besser nicht warten, bis ihr Eier schlüpfen. Zerstört sie als erstes, wenn ihr könnt. Davon habt ihr natürlich nicht viel, wenn ihr gar nicht erst zu ihr gelangt. Okay, interessant. Tut mir leid, aber... Das blöde Handy. Okay. Ich sehe nichts. Oha. Tja. Das wird dann mit der Herausforderungspunkt nicht so einfach. Oder nicht so schnell. So. Ausschalten kann man die nicht. Man kann nur... Und los. Aua. So. Aua. Die müssen wir wahrscheinlich alle bekämpfen. Oder auch nicht. Auf jeden Fall dürfen wir nicht lange stehen bleiben. Aua. Zustandsschaden. Und komm schon. Ich brauche Heilung. Boah, wirklich, ich brauche Heilung. Komm her. So, und hier Heilung. Ich fühle mich stark. So. Aua. Nein, weg. Warte mal, den ich bekomme.
Oh, stirb doch endlich. Mir geht's ziemlich schlecht. Na, jetzt ist schon in Ordnung. Durchsuchen, Giftbeutel, durchsuchen, Giftbeutel. So, Leute. Sind das Fallen auf dem Boden oder was ist denn das? Und schnell hier durch. Aua. Ach so, das ist ein Veteran. Na komm schon. Aua. Ich brauche Heilung. Wirklich. So. Tot. Der nächste ist da hinten. Muss ich ein bisschen aufpassen. So. Und er bewegt sich. Warum bewegt er sich? Aua. Aua. Nein, 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 nein. Und heilen wieder. Und schnell weg hier. Verfehlt. Wieso verfehlt? Das gibt's doch gar nicht. Oh. Ich habe ihn nicht im Blickfeld. Und komm hier. Und jetzt hier. Na komm schon. Schön durchs Feuer. Ja. Bravo. Kleine Schuppe. Boah. Wo bin ich hier nur hineingeraten? So. Aua. Aua. Schnell zur Sicherheit, in Sicherheit bringen. Und jetzt hier. Upsala. Aua. Wo bin ich nur hineingeraten? Aua. Ne, da habe ich keine Chance mehr. Mir geht's ziemlich schlecht. Da habe ich keine Chance mehr. Feuer! Da war noch eine Falle. Das sieht aber interessant aus. Das sieht aber total interessant aus. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin zu schwach dafür. Das ist wahrscheinlich so eine Herausforderung, für die ich noch nicht... Schade, dass man nicht markieren kann. Schade, dass ich nicht markieren kann. So, Leute, ich mache jetzt erst mal was. Ich mache die Map. Und dann tue ich hier... So, und die Map weg. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht. Und dann tue ich es... Wenn ich mich ausgeloggt habe, tue ich dann das Ganze markieren, dass ich später mich daran erinnere, da muss ich hin. Sobald ich ein bisschen besser bin. Ja, denn das lasse ich so nicht einfach so stehen. Wenn ich das schon entdeckt habe, zumindest habe ich jetzt... Ja, zumindest habe ich jetzt... So. Ups. Und jetzt, komm. Schon greifen die mich an. Lass mich doch in Ruhe. Nein. Ich will doch nur durch.
Ich will doch nur durch. So, und jetzt sind wir schon bald dorthin, wo ich eigentlich... Wo ich eigentlich hätte mich, glaube ich, portieren können. Nein, brauchst du nicht. Kann ich hier entlang? Ja, kann ich. Ich möchte aber auch irgendwie hier wegkommen. Ihr sterbt schmerzvoll. Und weg hier. Da ist der Punkt. Nein. Wie komme ich aber rein? Ach so, ich muss hier vorbeilaufen und dann hier hinten rum. Zu mir! Aua! Schnell weg. Schnell weg! Warum willst du uns finden? So, wir laufen hier so entlang, so, so. Jawohl. Und dann können wir hier entlang. So. Da möchte ich da nicht rein. So, und jetzt, weil ich das hier gerade ein bisschen so versuche daran zu erinnern, was ich alles schon ein bisschen verpasst habe, was ich mich erinnere. Da gab doch, aua, da gab doch ganz so am Anfang so wie ein Schloss oder sowas, dass ich nicht rein könnte. Upsala, Ölentroll, Ölentroll. Okay. Also, das wird diesmal doch nichts mehr mit dem Fertigkeitspunkt. Na komm schon, ich will eigentlich da hoch, ohne dass ich den gleich angreifen muss. So, ihr. Genau. Nicht vergessen. Ihr da draußen nicht vergessen, ja. Ich vergesse das sowieso nicht. Nein, nein. Hier mache ich eine Aufnahmepause. Und dann in der nächsten Folge versuchen wir dann da durchzugehen. Zum Ölentroll. Ne, durch die Höhlentrolle. Jetzt so. Und dann ihr den Fertigkeitspunkt zu holen. Und dann, danach müssen wir uns mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, wenn wir es geschafft haben, reparieren. Ja, und dann wahrscheinlich endlich die Hauptquest. Auf jeden Fall, das alles in der nächsten Folge, mindestens. Bis dorthin, das heißt bis morgen, verbleiben wir hier. Ich danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.